Hallo und herzlich willkommen hier bei New German Reviews. Heute mal wieder mit Assassin's Creed 3, wie auch sonst. Ja, wir sind hier gerade, hier seht ihr zwei New German Reviews. Hier sind wir gerade beim Menü und ja, hier habe ich jetzt mal halt angefangen und dann legen wir hier gleich weiter bei 15%. Hier haben wir dann den, jetzt habe ich den Namen vergessen. Desmond Miles, seinem schönen Tattoo, kann ich jetzt gerade nicht zeigen, aber mit seinem sehr schönen Tattoo und seinem schönen Rucksack. Und ja, Assassin's Creed 3, also heute hochgeladen, ich nehme das natürlich in meinem Voraus schon auf, weil anders geht's nicht. Betretenes Jagdreviers. Okay, hier sind wir wieder bei Connor. Da haben wir jetzt schon diese schönen versteckten Klingen. Und dann gehen wir mal auf die Karte erstmal und dann zu unserer Mission. Markierung setzen kann ich natürlich nicht hin. Ah, ich habe gar keine. Ah, das mache ich gleich in der Cutscene. Ich habe jetzt gar keinen Sound, merke ich gerade. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zu diesem schönen Schiff dahin. Warte, das ist repariert, oder? Denke ich mal. Ja, sieht das nicht schön aus? Und ja, da müssen wir jetzt hin. Kann ich einfach runterspringen? Ja. Ui! Und platsch. Schön das saubere Wasser, wo man natürlich alles durchsieht. Naja, sauber. Sauber ist was anderes, aber. Ist mein Gamepad kaputt? Nein. Sauber ist was anderes, aber. Man kann es so nehmen. Aber auch wenn man so rüber guckt, dann sieht das so schon sehr idyllisch aus. Aber wenn man so drauf guckt, ist es dann ein bisschen dreckig. Oh, Land. Wo ist Land? Da ist Land. Dann sieht das sehr schön aus, wie er hier durchläuft. Auf jeden Fall müssen wir jetzt da oben hin. Da, wo gerade die Mitte des Bildschirms ist. Und ja, ich denke mal, wir müssen irgendwie mit dem Schiff fahren. Naja, denke nicht, ich weiß es eigentlich schon, aber ich denke mal. Auf jeden Fall interagieren. Huch. Starten. Oder gibt es da noch was anderes? Zoom. Rauszoomen erstmal hier. Nein, da gibt es nichts anderes, also. Ne, gleich mal die harte Tour starten. Die harte Tour, Hauptmission. Die Aquila muss auf Matte. Ach, ist egal. Ist gerade egal. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Nein, nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Holt das Graussegel ein, ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. So, eben schon die Kopfhörer angeschlossen und dann geht's auch gleich weiter hier. Nach der Cutscene, Ostküste 1773. Und ich glaube, ich habe das Mikro ein bisschen nah vom Mund, aber. Ich kann es jetzt gerade nicht kontrollieren, wo mein zweiter Bildschirm kaputt ist. Erste Bildschirm.
So. Na los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Denn, ah, ist egal. Das Ruder übernehmen. Ruder. Okay. Achso, wir stehen gerade. Ja, bitte. Ey, ich geh doch. Achso. Straff das Vorsegel! Na komm, mach schon, sie weiß nicht. Oh. Schafft das wohl, wa? Jetzt bist du mit A drücken, um halbes Segel zu setzen. Halbes Segel! Durch den Kanal segeln. Okay. Wo muss ich jetzt lang? Wieder. Hier. Fühlst du es, Junge? Setze Kurs auf Bathas Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Okay. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volles Segel, wenn du magst. Möchte ich volles Segel setzen? Volles Segel! Volles Segel. Hier, Risiko. Da muss ich jetzt ein bisschen auf die Karte. Der Wind dreht sich bald. Wow! Achtsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Volles Segel! Gib alles, Männer! Volles Segel! Schafft das. Geschafft das. Geschafft das. Oh! Schafft das nicht. Oder? Der Fels kommt ganz schön nah da. Aber wie ein Profi habe ich das hier gemeistert. Und dreht sich der Wind auch schon gleich. Jetzt bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen und Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Ach. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Okay. Okay. Du musst jetzt durchsegeln. Also, ist eigentlich hier so ganz easy am Anfang mit dem Segeln. Ja. Das ist bestimmt so leicht gesagt. Gleich werde ich sowieso failen. Aber. Ja. Okay. Pass auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Wow! Da kommt mir ein kleines Schiff. Oh. 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 Boah. Das war knapp, du. Eigentlich muss ich jetzt so ein bisschen. Eigentlich kann ich hier jetzt nicht viel sagen. Hier kann ich jetzt euch Landschaft genießen lassen oder ich laber hier einfach nur Müll. Und guck auf die Karte. Ja. Hm. 700 Meter noch. Wow! Halbes Segel! Verlangsamt sie! Halbes Segel! Hat immer so einen schönen Wind kommen müssen. Ja, komm. Los, jetzt wieder Segel. Gut. Jeder Knoten zählt! Volles Segel! Ein bisschen konzentrieren jetzt durch die zwei Felsen durchmanövrieren. Dann ist das eigentlich auch ganz schön. Ganz schnell geschafft. Keinen Schaden erleiden. Hab ich. Also, ich habe keinen Schaden erlitten. Oh. Häuser. Wir sind bald da. Oh. Oh. Nein. Muss ich mit dem Auto einzupacken? Das wäre ja bestimmt leicht, aber mit dem Schiff? Stell's mir nicht so leicht vor. Weniger Fahrt, Segel streichern! Halbes Segel! Bis das Schiff anhält? Oder einfach so. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vineyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer.
Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Birkia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Arme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Kann ich sprechen? Nein. So, jetzt aber. Ich kann schon wieder das Rüber übernehmen, aber da warte ich noch ein bisschen eben. Ich will hoffen, dass die Audioaufnahme gerade nicht abgebrochen ist. Oder dass sie ja gar nicht abbricht jetzt. Weil ich gerade eben, weil das ja an einem Monitor alles passiert, über PC und Xbox. Und ich will hoffen, dass da nichts abgebrochen ist. Wenn da irgendwas abgebrochen ist, dann entschuldige ich mich. So gut es geht. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter und übernehmen das Ruder. Prüft die Luft! Los! Los! Steht aufrecht, Männer! Okay, 800 Meter segeln. Was zum Teufel sollte das sein? Der ältere Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer? Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Nein, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Ja. Ich hoffe, ich brauche sie nicht. Runter auf halbes Segel! Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bringen sie auf unsere Breitseite. Ein Segel! Wenn alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer.